Hallo und herzlich willkommen bei der hier letzten Folge erstmal bei Vampir. Ich hatte ja schon mal in der vorletzten Folge angesprochen, dass das Spiel ja so umfangreich ist, dass ich es halt auch gerne dann irgendwann im Stream vielleicht mit euch zu Ende bringen will. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, hier die letzte Folge zu machen. Und somit Lady Ashbury noch einmal Bericht zu erstatten. Und wir uns dann vielleicht im Stream sehen. Ihr findet mich auf Twitch. Und da könnt ihr dann auch mitraten, mitentscheiden. Und dann wird es hier in nächster Zeit dann auf jeden Fall entweder mit The Evil Within weitergehen oder wir fangen dann ein anderes Let's Play an. Aber The Evil Within ist auf jeden Fall noch nicht abgehakt und von daher danke ich auf jeden Fall erstmal jeder, der hier fleißig zugeguckt hat. Wenn euch das Spiel so gefällt, dann könnt ihr euch das gerne holen. Ansonsten, wie gesagt, im Stream auf meinem Twitch-Kanal. Und dann kriegen wir das schon hin, gemeinsam. So, dann gehen wir mal zu Lady Ashbury zurück. Ah, so weit ist es, scheint es ja gar nicht zu sein. Das ist ja schon mal gut. Ja, so muss man nicht so viel Weg laufen. Whitechapel Street. Und wir gehen zu Lady Ashbury. Die wird sich auf jeden Fall freuen, dass wir das alles so gemeistert haben. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! To you. Ach du Scheiße. Burn it, boys! Crush the leech, boys. Was? Jo, Hammer. Ciao. Oha, da ist ja noch jemand. Boah. Halleluja. Sag mal, meine Fresse. Sind noch nicht genug? Aufnehmen können wir nicht. Oh, wir haben keine Medizin mehr. Ja, ihr macht das hier schon, ne? Wir brauchen echt langsam Blut. Ich meine, das Positive ist, unsere Gesundheit ist halt echt hoch. Und dementsprechend unsere Ausdauer ja auch. Aber das mit dem Blut ist so eine Sache für sich.
Ich hätte sie Asbury genannt, nicht Ashbury. Das klingt irgendwie komisch. Wo ist es denn, Schnuckelchen? Okay. Oh nein, sie hat Mr. Renfield getötet. Na toll. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. No need to apologize, my lady. I know exactly what you endure. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you, it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now. At 27, I shall remain. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Ja, ja. I bid you farewell, for now. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Naja, dann wollen wir das mal machen. Wie hieß er? Raziel?
Rasiergel. So, dann wollen wir mal gucken. Ach so, hier konnten wir ja nichts machen. Nee, wo ist denn das? Leichter, so, okay. So, dann haben wir gleich mal ein bisschen was hergestellt hier. Oha. Okay, haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen was hergestellt. Was haben wir denn hier noch? Achso. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Jo. Kapitel 3, Familiengeschichte. Damit haben wir auf jeden Fall schon 3 Kapitel geschaffen. Oder geschafft, oder... 2 geschafft, 1 angefangen. Und ich muss mal schnell die Markierung wegnehmen. So. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich weiß ja nicht, wie viele Kapitel das hier gibt. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, das Spiel an sich ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Die Grafik seht ihr ja selber. Ja. Ansonsten, wie gesagt, gerne sich auch mal das Spiel holen. Selbst durchspielen. Oder wenn ihr seht, hey, auf twitch.tv, dass ich online bin, mal vorbeischauen. Mitentscheiden. Und all diese tollen Sachen. Hey, Bro, na, was geht? Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak. But I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. And why not? What did Stoker say about the children of the night? Well, using my blood,
I could create a whole army of vampires. Surely you're joking. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Oh, nein. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Jo. Und wir machen London zu unserem Reich. Und werden eine ganze Vampirarmee aufbauen. Und damit denke ich, sind wir auch fast am Ende von dieser Folge und von diesem vorläufigen Ende von Vampir angekommen. Und also, wie gesagt, ich musste meine verletzten Schwester's sister's funeral. Mary, ich kann mich nicht verzeihen. Yeah, this is okay. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Auf jeden Fall bedanke ich mich hier nochmal bei allen, die zugeschaut haben. Und natürlich würde ich begrüßen euch in einem meiner irgendwann wieder stattfindenden Streams zu sehen. Und dann mit euch gemeinsam hier noch ein bisschen rumzuforschen. Und ansonsten werdet ihr auf jeden Fall hier dann in der nächsten Zeit ein neues Let's Play sehen. Oder The Evil Within. Mhm. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Und nee, hier entfernen wir uns wieder. Dann sage ich auf jeden Fall hier erstmal Tschüss zu dir, zu euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Oh nö. Fängt das schon wieder an. Jetzt hat sich's komplett aufgehangen. Das wäre jetzt echt doof. Hallo? Ja, ich glaube, es hat sich aufgehangen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Euer Lordinator.